Hallo ihr Lieben, heute sprechen wir über die Bestimmung der Arbeitslänge bei der Wurzelbehandlung. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute sprechen wir über die Bestimmung der Arbeitslänge bei wurzelbehandelten Zehen. Wozu ist das notwendig, überhaupt die Länge eines Kanals zu bestimmen? Wir müssen natürlich wissen, in welchem Bereich dann unsere Wurzelfüllung letztendlich enden soll. Und das soll in einem bestimmten Übergangsbereich stattfinden, dort, wo der Kanal auch endet. Wie definieren wir die Kanallänge? Die Kanallänge definieren wir durch zwei Punkte, durch Punkt A und durch Punkt B. Punkt A ist ein von uns selbst ausgedachter Punkt. Nehmen wir mal an, wir haben einen Zahn, einen Schneidezahn, der hat einen Kanal und wir bestimmen sozusagen an der Kante, an der Schneidekante des Zahnes, dass das Punkt A ist und Punkt B müsste dann sozusagen am Kanalende sein, damit wir eine Länge von X letztendlich dann auch haben. Welche Möglichkeiten haben wir, um einen Kanal zu messen? Wir haben zwei Möglichkeiten. Erstens haben wir die Röntgenaufnahme, die uns zur Verfügung steht. Und zweitens die Endometrie, das heißt die elektrometrische Längenmessung mit einem Gerät, was man dann sozusagen auch in der Praxis haben muss, damit wir endometrisch messen können. Man kann sagen, dass die Endometrie mit der Röntgenaufnahme, mit der Röntgenmessaufnahme nicht mehr gleichwertig sind. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Endometrie der Röntgenmessaufnahme weit überlegen ist. Die Endometrie ist zur Vermeidung von einer Überinstrumentierung überlegen gegenüber dem Röntgenbild. Was heißt Überinstrumentierung? Überinstrumentierung ist, wenn wir mit einer Feile in den Kanal reingehen und über den Kanal hinaus noch weiter mit der Feile reingegangen sind. Das können wir mit der Endometrie vermeiden, indem das Gerät uns ein Signal gibt, wo wir am Ende des Kanals angekommen sind. Den Endpunkt eines Kanals, einer bestimmten Länge für einen Kanal, können wir sehr gut bestimmen. Was soll aber jetzt nun der Endpunkt sein? Wo wollen wir hin mit unserem Endpunkt? Wir wissen, dass wir unseren Endpunkt in der apikalen Konstriktion haben möchten. Und dazu habe ich eine Zeichnung vorbereitet. Das ist hier die Zeichnung. Und zwar sehen wir, das Gelbe hier ist Zahnsubstanz, das ist Dentin. Außen haben wir natürlich immer den Zement. Und im Innern hier, das ist der Kanal. So, und wir haben, nehmen wir mal an, unser Röntgenbild gemacht. Und wir sehen die Spitze, den Apex, die Wurzelspitze. Da unten ist die Wurzelspitze. Wir wissen aber nicht auf dem Röntgenbild, wo diese apikale Konstriktion sich befindet. Und man hat dann Messungen vorgenommen. Und diese Messungen befinden sich, steht da, 0 bis 3 mm vom anatomischen oder röntgenologischen Apex entfernt. Das heißt, unsere Konstriktion befindet sich hier in dem Bereich, hier die engste Stelle. Und diese engste Stelle ist auch gleichzeitig der Übergang vom Inneren des Zahnes zum periapikalen Gewebe. Und das ist gleichzeitig auch der Übergang zwischen dem Zahnzement und dem Dentin. So, das heißt, wir haben irgendwo zwischen 0 und 3 mm unseren Abstand vom Apex, unsere apikale Konstriktion, dort, wo das Foramen Major sich zeigt. Und das Blöde ist jetzt natürlich, dass wir das, genau diesen Punkt, die apikale Konstruktion, auf dem Röntgenbild nicht sehen können, nicht erahnen können. Wir wissen nicht, wo genau das ist. Das heißt, dass der röntgenologische Apex über die apikale Konstruktion überhaupt keine Aussage treffen kann. Und in Wahrheit, wenn wir uns Röntgenbilder anschauen, die nur röntgenologisch aufbereitet wurden und ermittelt wurden, ohne dass dort
eine Messung mit einem Röntgenmessgerät vorgenommen wurde, ja, mit einem Endometriegerät, sieht das dann so aus, dass wir das Röntgenbild haben und wir sehen auf dem Punkt genau, auf den Zehntel Millimeter genau, dass da die Wurzelbehandlung bis zum Apex geht und das sieht super, super gut aus. Und wenn wir dann den Zahn extrahieren sollten, kann es dann genauso gut sein, dass wir da 2 oder 3 Millimeter vorm röntgenologischen Apex diese Öffnung haben und der Rest der guter Pärchen dann rausschaut. Und von daher sieht das dann von der Länge her auf dem Röntgenbild gut aus, aber in Wirklichkeit schaut die guter Pärchen ins periapikale Gewebe raus. Das heißt, dass die Endometrie unsere Konstriktion genau ermitteln kann. Und wie gehen wir da vor? Wir gehen mit unserem Gerät hinein, bis es piept. Ja, bis es anfängt zu piepen, wo unsere apikale Konstruktion sich befindet. Allerdings kann es auch da ein paar Fallstricke geben. Und zwar gibt es verschiedene Konstruktionstypen, ja, unterschiedliche Konstruktionen, die uns in der Natur begegnen. Und wir haben zu 46% eine klassische Konstruktion, dann haben wir eine konische Konstruktion zu 30%. Da ist sozusagen der Verlauf, die Verjüngung des Kanals bis zum Ende, bis zur engsten Stelle sehr konisch. Dann haben wir noch eine Multikonstruktion zu 19%. Und da ist das Problem, dass wir, wenn wir dann mit dem Endodontiegerät kommen, mit der Feile kommen und das dann angeschlossen haben, könnte es dann auch schon hier zum Ausschlagen der Konstruktion kommen oder hier oder weiter rein, weil es mehrere Konstruktionen sind. Oder das nächste Problem ist eine parallele Konstruktion. Bei diesem Bild zu 5% kommt dies vor. Ja, also diese 4 Typen ergeben insgesamt 100%. Und bei diesem Typen würde gegebenenfalls schon die Konstruktion ausschlagen in dem Bereich. Oder da durchgehend ausschlagen. Und was müssen wir dann machen, damit wir auch diese Problematik hier bändigen? Wir müssen unser Endometriegerät so weit hineinschieben mit der Feile, dass das Gerät uns anzeigt, ich bin mit der Feile gerade im periapikalen Gewebe, sozusagen aus dem Zahn raus, sagen wir mal mit einer Zehnerfeile. Ihr geht rein, das Gerät schlägt aus, ich bin außerhalb des Zahnes raus und dann kann man die Feile vorsichtig zurückschieben, bis die Region des periapikalen Bereiches nicht mehr angezeigt wird. Oder ihr zieht von diesem Bereich, wo ihr angekommen seid, außerhalb des Zahnes, 0,5 bis 1 mm ab. Dann kann man das mit der Länge aufbereiten und abfüllen. Gibt es noch weitere Fallstricke, Problemstellen, die es geben könnte, außer jetzt diese Konstruktionstypen? Ja, gibt es. Auch bezogen auf das Endometriegerät. Und zwar akzessorische Seitenkanälchen. Seitenkanäle, die auch als Ausgangspunkt ja, ausschlagen können im Endometriegerät. Und deswegen sollte man immer versuchen, einmal bis zum Ende ganz leicht raus aus dem Zahn rausgehen und diesen Punkt messen, damit man ganz genau weiß, okay, ich bin am Ende angekommen, ich ziehe die 0,5 bis 1 mm ab und dann gibt es keine weiteren Probleme, denen man begegnen wird. Was hat jetzt einen Einfluss auf die Messgenauigkeit mit dem Endometriegerät? Wenn man ein noch nicht abgeschlossenes Wurzelwachstum hat, kann das zu einem großen Nachteil werden, weil das dann sehr, sehr ungenau ist. Und da brauchen wir dann auf jeden Fall das Röntgenbild. Was hat aber jetzt keinen Einfluss auf die Messgenauigkeit, ob es jetzt vitales Gewebe ist, ob das nekrotisches Gewebe ist oder ob periapikal entzündliche Prozesse vorhanden sind, haben keinen Nachteil auf die Messgenauigkeit mit der Endometrie. Eine nachteilige Messgenauigkeit auf die Endometrie kann die Benutzung von H2O2 haben. Ja, wenn man
NaOCl, Natriumhypochlorid, benutzt oder CRX zum Spülen benutzt, hat das keinen Nachteil. Nur bei Wasserstoffperoxid gibt es eine nachteilige Messungenauigkeit. Da aber H2O2 in der Endodontie nicht in ist, sollte man, sage ich mal, das auch letztendlich nicht benutzen. Die Endometrie kann eingesetzt werden, um Perforation zu verhindern. Wenn man am Suchen ist, wenn man einen Kanal sucht, man ist nicht sicher hundertprozentig, kann man in diesem Bereich das Endometriegerät ansetzen und gucken, ob es gegebenenfalls nach 3, 4, 5 mm bereits schon ausschlägt, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sich nicht um einen Kanal handelt, sondern man ist auf dem Wege seitlich außerhalb des Zahnes. Die Endometrie ist aufgebaut auf Wechselstrom. Es handelt sich sozusagen um einen Wechselstromkreislauf. Was kann jetzt ein Problem sein? Kurzschlüsse sind ein Problem. Wenn wir zum Beispiel jetzt Metallkontakt haben durch eine Krone oder wenn wir einen zu starken Flüssigkeitsfilm haben durch die Spülflüssigkeiten und diese Spülflüssigkeit hat Kontakt zum Beispiel zu anderem umgebenden Gewebe, Kariesstellen, die am Zahn drin sind, in der Nähe vom Zahn. Eine Flüssigkeit, die auch zum Parodont, zur Umgebung, zum Zahnfleisch Kontakt hat, schlägt auch dann das Gerät aus und es wird uns angezeigt, als ob sozusagen die Pfeile sich bereits an der Wurzelspitze sich außerhalb des Zahnes befindet. Wie kann man das jetzt verhindern, dass man Flüssigkeiten mit zu viel Flüssigkeit, sage ich mal, getränkte Zähne messen möchte? Man muss die Flüssigkeit entfernen. So, was kann man machen, um den Metallkontakt zu vermeiden? Bei Molaren kann man die Öffnung der Zugangskavität so weit vergrößern, dass man dann letztendlich über den Finger das festhält, die Pfeile, und den Kontakt verhindert. Dann kann man auch eine ganz normale Messung durchführen. So, hat man aber einen Unterkiefer-Schneidezahn, der schon mickrig klein ist, so, dann kann man in dem Bereich Isolierband benutzen. Isolierband benutzen oder Teflonband benutzen, um einen Kontakt der Pfeile zum Metall der Krone zu verhindern. Dann kann man auch da eine ganz normale Messung durchführen. Reicht denn nun nur die Endometrie und brauchen wir gar nicht mehr eine Röntgenmessaufnahme? Nein, beides hat seine Berechtigung. Ja, wir haben die Vorteile der Endometrie genannt, aber möchte jetzt auch auf die Vorteile von Röntgenbildern, Zahnfilmen eingehen, warum wir trotzdem weiterhin Röntgenaufnahmen für die Endodontie durchführen. Durch die Röntgenmessaufnahme bekommen wir vielfältige Informationen über die Anatomie des Zahnes. Das Wurzelkanalsystem zeigt uns Informationen wie zum Beispiel die Anzahl der Kanäle, die Lage der Kanäle oder auch die Krümmung der Kanäle. Außerdem gibt es auch unterschiedliche Röntgenbilder, die man ausnutzen kann, in dem Falle jetzt zum Beispiel für die Wurzelbehandlung. Das sind die sogenannten exzentrischen Röntgenbilder. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich zum Beispiel einen Prämolaren aufnehmen möchte, so einen kleinen Schneidezahn, orthoradial direkt, ich sage mal frontal auf die Facette des Zahnes, komme ich von hier. Beispiel jetzt nur, ja? So, damit ich aber bei dem oberen Vierer habe ich im normalen Fall zwei Kanäle. So, orthoradial wäre, wenn ich jetzt direkt auf die Facette des Zahnes parallel zum Zahn die Aufnahme mache. Mache ich aber die Aufnahme parallel, sehe ich nur einen Kanal, obwohl da zwei Kanäle hintereinander sind. So, dazu muss ich den Zahn anders aufnehmen. Und zwar exzentrisch. Das heißt, entweder komme ich von distal seitlich auf den Zahn oder ich komme von mesial seitlich auf den Zahn. Dann kann ich den bukalen, also den äußeren Kanal zur Wange hin und den Kanal zum Gaumen hin, den inneren Kanal, sichtbar werden lassen. Und auch mit den Röntgenbildern kann ich mir natürlich auch die
Kanalkrümmung zeigen lassen, was ich gegebenenfalls schon vorher mit den Handinstrumenten ertasten konnte, indem ich mit den Pfeilen reingegangen bin. Und wenn ich die raushole, sehe ich, aha, das Instrument ist gekrümmt. Also muss ich mir Gedanken darüber machen, dass ich gegebenenfalls nochmal die Stärke der Krümmung mir auf dem Röntgenbild anzeigen lasse, bevor ich den Zahn komplett fertig mache. Und außerdem ist das exzentrische Röntgen ganz, ganz wichtig, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Kanal gefunden habe, bei einem oberen Fünfer, bei einem unteren Fünfer, unteren Vierer, habe ich auch schon häufiger gehabt, dass ich dann auf einmal ein Röntgenbild gemacht habe und denke, ich glaube, da ist noch ein zweiter Kanal. Warum? Wenn ich das Röntgenbild aufnehme und ich nehme das Röntgenbild exzentrisch auf, das heißt, ich habe den Zahn und das ist die orthoradiale Richtung. Das ist die Richtung von vorne. Und nehme jetzt aber von der Seite auf, von dort oder von dort, dann ist auf einmal der Kanal immer noch mittig, obwohl ich das exzentrisch aufgenommen habe. Dann sieht das so aus, dass da auch nur ein Kanal ist. Befindet sich aber beim exzentrischen Röntgen dieser eine Kanal nicht mehr mittig und verläuft seitlich, dann muss man zu 100% nach einem zweiten Kanal suchen. So, das war's zum heutigen Video. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns demnächst dann auch wieder in der Praxis beim nächsten Livestream. Bis dann und alles Gute. Ciao.